Hallo ihr Lieben, Kirschen und dunkle Schokolade sind immer ein unschlagbares Team. Und genau diese Kombi macht diese fluffigen Muffins so unglaublich saftig und lecker. Übrigens findet ihr mich seit einiger Zeit auch auf WhatsSpetter. Dort könnt ihr meine regulären Videos jetzt immer schon eine Woche vor der Veröffentlichung auf YouTube anschauen. Auf dieser kostenlosen Videoplattform gibt es eine Menge hilfreicher Videos zu den unterschiedlichsten Themen. Schaut euch das Ganze unbedingt mal an und besucht meine Kanäle auf WhatSpetter. Ich freue mich schon auf euch. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 80 Gramm weiche Butter, 2 Eier der Größe M, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Backpulver, 4 Esslöffel Milch, 200 Gramm Mehl Typ 405, 3 Esslöffel Kakaopulver, ein Glas Schattenmorellen ohne Flüssigkeit, 1 Teelöffel Vanillepaste und 120 Gramm gehackte Zartbitterschokolade. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes werden die weiche Butter, der Zucker und die Vanillepaste cremig aufgeschlagen. Die Butter sollte dabei deutlich heller und fluffiger werden. Wenn das Ganze dann so aussieht, kommen die beiden Eier dazu und werden gut mit der Butter aufgeschlagen. Dann geht's mit den trockenen Zutaten weiter. Das Mehl wird mit dem Salz, dem Backpulver und dem Kakaopulver vermischt, anschließend zu der Buttereimasse gegeben und kurz untergerührt. Dazu kommen dann noch die Kirschen und die gehackte Schokolade und die Masse wird in den Muffinförmchen verteilt. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch eine extra Portion Kirschen und Schokolade darauf verteilen. Dann geht's auch schon ab in den vorgeheizten Ofen, und zwar bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten. Und so sehen die leckeren Muffins dann nach dem Backen aus. Vor dem Servieren sollten sie aber mindestens 30 Minuten abkühlen. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.